Was Deutschlands Fernsehanstalten können, das können auch Waldviertler Betriebe. Der Waidhofener Teierpark suchte seine Shopping Queen. Einen wunderschönen Nachmittag, grüß Gott, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen hier im Teierpark Waidhofen an der Teier. Es ist für mich eine große Freude und Ehre, dass ich heute beim zweiten Geburtstag dabei sein darf, wenn wir die Shopping Queen suchen und wir werden sie finden. Meine Damen und Herren, das sind sie. All unsere Kandidatinnen für die Shopping Queen 2014. Jetzt darf ich das Publikum einmal ersuchen um einen kräftigen Applaus. Geht es einmal? Bitte schön. Festisch. Meine Damen und Herren, die Shopping Queen 2014. Die erste Kandidatin, gib mir einen Zettel. Einen kräftigen Applaus, meine Damen und Herren. Ich gratuliere. Was einmal definitiv ist, 300 Euro gehören schon einmal. Geh mal bei du sein, ich bin der Ökraft. Bitte, Andi. Und wo kommst du, mein Gott? Schwarzenberg. Hallo, herzlich willkommen. Wie heißt du? Bettina. Bettina von wo? Aus Brand, bei Gmünd. Extra herkommen. Ja, bitteschön. Gebt's einen kräftigen Applaus. Servus. Stell dich bitte ganz kurz vor. Strick ist schick, überzeuge im trendigen Herbstlook. Dafür habt ihr jetzt Zeit, genau 2,5 und ein bisschen Stunden. Und jetzt das Wichtigste, die Denise Keytreiber, die Center Managerin, gibt jedem von euch 300 Euro Gutscheine. Und diese 300 Euro Gutscheine müsst ihr ausgeben. Ich bin die Bettina und wir sind gerade beim Fussel shoppen und schauen wir gerade Accessoires an. Schuhe habe ich schon am eigentlichen Pass, das ganze Outfit. Das wäre eine Überlegung, wenn man gleich mal ein Friseur schaut. Das ist schon ein für mich. Eine Tasche. Bettina, wie fühlst du dich? Super. Einfach super. Jetzt schon ein bisschen ruhiger als vorher, aber jetzt ist ja schön einfach. Es geht Richtung Finale, 18 Uhr. Wir haben noch eine halbe Stunde Zeit circa. Wie schaut es im Budget aus? Im Bettaschel ist noch was drinnen? Nicht mehr viel. Das hat man schnell angebracht, das Geld. Also ein paar Kleinigkeiten noch vielleicht für Erfrischung. Ja, es geht sich sicher aus. Hoffe ich halt. Meine ganze Familie ist jetzt da. Sehe ich gerade. Meine Damen und Herren, wir suchen die Shopping Queen 2014. Aus 106 Kandidatinnen sehen wir nun die drei, die den Sprung geschafft haben in die letzte Runde. Sie haben jeder 300 Euro bekommen. 300 Euro Gutscheine aus dem Teierpark. Und sie haben sich auf die Reise gemacht und sind durch fast alle Geschäfte gegangen. Und jetzt stehen sie auf der Bühne mit tollen Schuhen, mit Taschen, Gürteln, mit Schmuck, mit Accessoires, mit Schal, mit Ohrringen und mit Frisuren. Und das alles aus dem Teierpark hier in Waidhofen an der Teier. Und ich darf die Damen nun zurückbitten zum Ende des Laufstegs. Einen kräftigen Applaus, meine Damen und Herren.
Shopping Queen 2014 hier im Tire Park in Waidhofen an der Tire mit 177 Punkten und daher geht's nach Mailand. Zwei Personen, wir gratulieren herzlich Lydia! Platz 2, einen Blumenstrauß. Es war ein sehr aufregendes Erlebnis und ich war echt froh, dass ich dann meine Freundinnen da getroffen habe und gesagt habe, juhu, ich habe eine Shoppingbegleitung. Eigentlich war der Tag ja nur so, dass ich mir gedacht habe, ich gehe mit meiner Oma da jetzt ein bisschen einkaufen und mache halt mit. Wahrscheinlich werde ich eh nicht so und jetzt, ja, bin ich die Siegerin, das hätte ich nie gehabt. Schon realisiert, dass das Weihnachten geht? Noch nicht ganz, aber ja. Wer darf da mit? Mein Freund wird da mit dürfen. Der hat schon gesagt, mach das gescheit, ich will nach Melland fliegen.